Schönen guten Tag. Heute lese ich aus Gott und der Staat von Mikhail Bakunin und ich wünsche dabei viel Spaß im Namen der anarchistischen Gruppe Krefeld. Wer hat recht, die Idealisten oder die Materialisten? Wenn die Frage so gestellt wird, zögert die Antwort nicht. Ohne jeden Zweifel haben die Idealisten Unrecht und nur die Materialisten haben Recht. Ja, die Tatsachen gehen den Ideen vor. Ja. Das Ideal ist, wie Proudhon sagte, nur eine Blume, deren Wurzel die materiellen Existenzbedingungen bilden. Ja, die ganze intellektuelle und moralische, politische und soziale Geschichte der Menschheit ist ein Reflex ihrer ökonomischen Geschichte. Alle Zweige moderner, gewissenhafter und ernster Wissenschaft wirken zusammen, diese große, diese grundlegende und entscheidende Wahrheit zu proklamieren. Ja, die soziale Welt, die menschliche Welt im eigentlichen Sinne, die Menschheit mit einem Wort ist nichts anderes als die für uns und unseren Planeten wenigstens letzte und oberste Entwicklung, die höchste Manifestierung der Animalität. Aber da jede Entwicklung notwendigerweise eine Verneinung einschließt, die Verneinung ihrer Grundlage oder ihres Ausgangspunktes, ist die Menschheit zugleich und vor allem die bewusste und progressive Verneinung der Animalität in den Menschen. Und gerade diese ebenso rationelle als natürliche Verneinung, die nur rationell ist, weil sie natürlich ist, historisch und logisch wie die Entwicklungen und Produkte aller Naturgesetze. Gerade diese Verneinung bildet und schafft das Ideal, die Welt der intellektuellen und moralischen Überzeugungen, die Ideen. Ja, unsere Vorfahren, unsere Adams und Evas waren, wenn nicht Gorillas, doch sehr nah Cousins der Gorillas. Omnivore, intelligente und wilde Tiere, die in unendlich höherem Grade als alle anderen Tierarten die zwei wertvollen Fähigkeiten besaßen, die Fähigkeit zu denken und die Fähigkeit, das Bedürfnis, sich zu empören. Diese beiden Fähigkeiten und ihr progressives Zusammenwirken im Lauf der Geschichte bilden den bewegenden Faktor, die negierende Kraft in der positiven Entwicklung der menschlichen Animalität und schaffen folglich alles, was das Menschliche in den Menschen bildet. Die Bibel, ein sehr interessantes und manchmal sehr tiefes Buch, wenn als eine der ältesten erhaltenen Äußerungen menschlicher Weisheit und Fantasie betrachtet, drückt diese Wahrheit sehr naiv in ihrem Mythos von der Erbsünde aus. Jehova, von allen Göttern, die die Menschen je angebetet, gewiss der eifersüchtigste, eitelste, roheste, ungerechteste, blutgierigste, despotischste und menschlicher Würde und Freiheit feindlichste, schuf Adam und Eva aus, man weiß nicht was für einer Laune heraus, ohne Zweifel zum Vertreiben seiner Langeweile, die schrecklich sein muss, bei seiner ewigen egoistischen Einsamkeit oder um sich neue Sklaven zu geben. Dann stellte er ihnen edelmütig die ganze Erde zur Verfügung mit all ihren Früchten und Tieren, wobei er diesem vollständigen Genuss nur eine einzige Grenze gab. Er verbot ihnen ausdrücklich, die Früchte des Baumes der Erkenntnis zu berühren. Er wollte also, dass der Mensch alles Bewusstseins von sich selbst beraubt, ewig ein Tier bleibe, immer auf vier Füßen vor dem ewigen Gott, dem Schöpfer und Herrn. Aber da kam Satan, der ewige Rebell, der erste Freidenker und Weltenbefreier. Er bewirkt, dass der Mensch sich seiner tierischen Unwissenheit und Unterwürfigkeit schämt. Er befreit ihn und drückt seiner Stirn das Siegel der Freiheit und Menschlichkeit auf, indem er ihn antreibt, ungehorsam zu sein und die Frucht der Erkenntnis zu essen. Man weiß, was folgte. Der Herrgott, dessen Voraussicht, eine seiner göttlichen Eigenschaften, ihm hätte sagen müssen, dass dies so kommen würde, geriet in schreckliche und lächerliche Wut. Er verfluchte Satan und die von ihm selbst geschaffenen Menschen und die Welt, sich gewissermaßen selbst in seiner eigenen Schöpfung schlagend, wie dies Kinder im Zorn zu tun pflegen und sich nicht begnügend, unsere Vorfahren in der Gegenwart zu treffen, verflucht er sie in allen künftigen Generationen, die an dem Verbrechen ihrer Vorfahren unschuldig sind. Unsere katholischen und protestantischen Theologen finden das sehr tief und sehr gerecht, gerade weil es monströs, unbillig und absurd ist. Dann erinnerte er sich, dass er nicht nur ein Gott der Rache und des Zorns, sondern auch ein Gott der Liebe sei. Und nachdem er einige Milliarden armer menschlicher Wesen während ihres Lebens gequält und sie zu ewiger Hölle verurteilt hatte, erbarmte er sich der übrigen und um sie zu retten, um seine ewige und göttliche Liebe mit seinem ewigen und göttlichen, immer Opfer und blutgierigen Zorn zu versöhnen, schickte er als Sühneopfer seinen einzigen Sohn auf die Erde,
damit er von den Menschen getötet würde. Dies nennt sich das Mysterium der Erlösung, die Grundlage aller christlichen Religionen. Und wenn noch der göttliche Retter die Welt der Menschen gerettet hätte? Mitnichten. In dem von Christus versprochenen Paradies wird es, wie man durch formelle Ankündigung weiß, nur sehr wenige Auserwählte geben. Die übrigen, die ungeheure Majorität der gegenwärtigen und künftigen Generationen, werden ewig in der Hölle braten. Inzwischen liefert zu unserem Trost der stets gerechte, stets gute Gott die Erde den Regierungen der Napoleons des Dritten und Wilhelms des Ersten, der Ferdinand von Österreich und der Alexander aller Preußen aus. Das sind nun die absurden Geschichten und monströsen Doktrinen, die man mitten im 19. Jahrhundert in allen Volksschulen Europas auf den ausdrücklichen Befehl der Regierungen erzählt und lehrt. Das nennt man die Völker zivilisieren. Ist es nicht augenscheinlich, dass all diese Regierungen die systematischen Vergifter, die eigennützigen Verdummer der Volksmassen sind? Ich ließ mich von meinem Gegenstand abziehen durch den Zorn, der mich stets packt, wenn ich an die elenden und verbrecherischen Mittel denke, durch die man die Völker in ewiger Knechtschaft hält, um sie besser scheren zu können, ohne Zweifel. Was sind die Verbrechen aller Tropmannen der Welt? Gegenüber diesem Verbrechen beleidigter Menschheit, das täglich in vollem Tageslicht auf der ganzen Fläche der zivilisierten Erde von denen begangen wird, die sich Schützer und Väter der Völker nennen. Ich kehre zum Mythos von der Erbsünde zurück. Gott gab Satan Recht und erkannte an, dass der Teufel Adam und Eva nicht betrogen hatte, als er ihnen Erkenntnis und Freiheit versprach, als Belohnung des Ungehorsams, zu dem er sie verleitet. Denn sobald sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten, sagte Gott zu sich, siehe die Bibel, sieh da, der Mensch ist wie einer von uns geworden, er kennt das Gute und das Böse. Hindern wir ihn, die Frucht des ewigen Lebens zu essen, damit er nicht unsterblich werde wie wir. Lassen wir jetzt die fabelhafte Seite dieses Mythos beiseite und betrachten wir seinen wörtlichen Sinn. Dieser ist sehr klar. Der Mensch hat sich befreit, er hat sich von der Animalität getrennt und als Mensch konstituiert. Er begann seine Geschichte und seine Entwicklung im menschlichen Sinn durch einen Akt des Ungehorsams und der Erkenntnis. Das heißt, durch die Empörung und durch den Gedanken. Drei Elemente oder drei Grundprinzipien bilden die wesentlichen Bedingungen aller menschlichen Entwicklung, kollektiver und individueller, in der Geschichte. Erstens die menschliche Animalität, zweitens der Gedanke, drittens die Empörung. Dem ersten entspricht die soziale und private Ökonomie, dem zweiten die Wissenschaft, dem dritten die Freiheit. Die Idealisten aller Schulen, Aristokraten und Bourgeois, Theologen und Metaphysiker, Politiker und Moralisten, Religiöse, Philosophen oder Dichter, nicht zu vergessen die liberalen Ökonomisten, dieser zügellosen Anbieter des Ideals, wie man weiß. All diese sind sehr verletzt, wenn man ihnen sagt, dass der Mensch mit all seiner glänzenden Intelligenz, seinen erhabenen Ideen und grenzenlosen Bestrebungen, wie alles auf der Welt, nichts als Materie, nichts als ein Produkt dieser niedrigen Materie ist. Wir können ihnen erwidern, dass die Materie, von welcher die Materialisten sprechen, spontan, ewig bewegliche, tätige, produktive Materie, chemisch oder organisch bestimmt und in Erscheinung tretend, entsprechend den ihr inhärierenden mechanischen, physischen, animalischen und intelligenten Eigenschaften oder Kräften, dass diese Materie nichts mit der niedrigen Materie der Idealisten gemein hat. Letztere, ein Produkt ihrer falschen Abstraktion, ist tatsächlich ein dummes, unbelebtes, unbewegtes, zu allem unfähiges Ding, ein Caput Mortuum. Eine hässliche Einbildung jener schönen Einbildung gegenübergestellt, die sie Gott nennen. Das höchste Wesen, demgegenüber die Materie der Idealisten, von ihnen selbst alles beraubt, was ihre wirkliche Natur ausmacht, notwendigerweise das höchste Nichts darstellt. Sie nahmen der Materie die Intelligenz, das Leben, alle bestimmenden Eigenschaften, tätigen Beziehungen oder Kräfte, selbst die Bewegung, ohne welche die Materie nicht einmal Gewicht hätte, und ließen ihr nur die Undurchdringlichkeit und die absolute Bewegungslosigkeit im Raum. Sie legten all diese Kräfte, Eigenschaften und natürlichen Äußerungen dem von ihrer abstrahierenden Fantasie geschaffenen, imaginären Wesen bei,
Dann nannten sie, mit Vertauschen der Rollen, dieses Produkt ihrer Einbildung, dieses Phantom, diesen Gott, der das Nichts ist, das höchste Wesen. Und erklärten mit notwendiger Konsequenz, dass das wirkliche Wesen, die Materie, die Welt, das Nichts sei. Und dann sagen sie uns mit ernster Miene, dass diese Materie unfähig sei, etwas zu produzieren, nicht einmal sich von selbst in Bewegung zu setzen, und dass sie folglich von ihrem Gott erschaffen sein müsse. In dem Appendix dieses Buches decke ich die wahrhaft empörenden Absurditäten auf, zu denen man unvermeidlich geführt wird durch die Einbildung eines Gottes, sei es eines Persönlichen, der Welten schafft und organisiert, sei es selbst eines Unpersönlichen, der als eine Art im ganzen Weltall verbreiteter göttlicher Seele angesehen wird, die das ewige Prinzip des Weltalls bilden würde, sei es einer unendlichen und göttlichen Idee, die immer anwesend und tätig ist und sich stets in der Gesamtheit der materiellen und endlichen Wesen äußert. Hier will ich mich auf die Hervorhebung eines einzigen Punktes beschränken. Die sukzessive Entwicklung der materiellen Welt ist vollkommen fassbar, ebenso wie die des organischen tierischen Lebens und die der im Lauf der Geschichte fortschreitenden individuellen und sozialen Intelligenz des Menschen auf dieser Welt. Das ist eine ganz natürliche Bewegung vom Einfachen zum Zusammengesetzten, von unten nach oben oder von dem Niedrigsten zu dem Höheren, eine all unserer täglichen Erfahrungen und daher auch unserer natürlichen Logik, den Gesetzen unseres Geistes entsprechende Bewegung, dieser nur aufgrund dieser selben Erfahrung entstehenden und sich entwickelnden Logik, die sozusagen nur deren mentale, zerebrale Wiedergabe oder bewusstes Resümee ist. Das System der Idealisten bietet uns das gerade Gegenteil. Es stürzt alle menschlichen Erfahrungen absolut um und den allgemeinen gesunden Menschenverstand, der die wesentliche Bedingung alles Verständnisses unter dem Menschen ist, der von der so einfachen und einstimmig anerkannten Wahrheit, dass 2 mal 2 4 sind, sich bis zu den erhabensten und kompliziertesten wissenschaftlichen Betrachtungen erhebt, ohne je etwas durch Erfahrung oder Beobachtung der Dinge nicht streng Bestätigtes zuzugeben und so die einzige ernstliche Basis menschlicher Erkenntnis bildet. Statt dem natürlichen Weg zu folgen, von unten nach oben, vom Niedrigen zum Höheren, vom relativ Einfachen zum Komplizierten, statt klug und verständig die tatsächliche fortschreitende Bewegung von der anorganischen genannten Welt zur organischen Pflanzen, dann Tier- und speziell menschlichen Welt zu begleiten und die Bewegung der chemischen Materie oder des chemischen Wesens zur lebenden Materie oder dem lebenden Wesen und vom lebenden zum denkenden Wesen, stattdessen schlagen die idealistischen Denker, von dem von der Theologie ererbten göttlichen Phantom besessen, verblendet und angetrieben, den ganz entgegengesetzten Weg ein. Sie gehen von oben nach unten, vom Höheren zum Niedrigen, vom Komplizierten zum Einfachen. Sie beginnen mit Gott, sei es als Person, sei es als göttliche Substanz oder Idee. Und der erste Schritt ist ein schrecklicher Fall von den erhabenen Höhen des ewigen Ideals in den Schlamm der materiellen Welt. Von der absoluten Vollkommenheit zur absoluten Unvollkommenheit. Von dem Gedanken zum Wesen oder vielmehr vom höchsten Wesen zum Nichts. Wann, wie und warum das göttliche, ewige, unendliche Wesen, das absolut Vollkommene, wahrscheinlich von sich selbst gelangweilt, sich zu diesem verzweifelten Salto Mortale entschloss, das hat kein Idealist, Theologe, Metaphysiker, Dichter je selbst zu verstehen gewusst, noch es den Profanen erklären können. Alle vergangenen und gegenwärtigen Religionen und alle übersinnlichen philosophischen Systeme drehen sich um dieses einzige und frevelhafte Mysterium. Heilige Männer, inspirierte Gesetzgeber, Propheten und Messien suchten darin das Leben und fanden darin nur Folter und Tod. Es verzehrte sie, wie die antike Sphinx, weil sie es nicht zu erklären wussten. Große Philosophen von Heraklit und Plato bis Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling und Hegel, ohne der indischen Philosophen zu gedenken, schrieben Haufen von Büchern und schufen ebenso ingeniöse wie erhabene Systeme, in denen sie nebenbei viele schöne und große Dinge sagten und unsterbliche Wahrheiten entdeckten. Die aber dieses Mysterium, den Hauptgegenstand ihrer übersinnlichen Forschungen, ebenso unergründet ließen, wie es vor ihnen gewesen war.
da aber die gigantischen Anstrengungen der bewundernswürdigsten Genies, die die Welt kennt, die seit wenigstens 30 Jahrhunderten immer von neuem diese Sisyphus-Arbeit unternahmen, nur dazu führten, dieses Mysterium noch unverständlicher zu machen, können wir hoffen, dass es uns heute durch die routinehafte Spekulation irgendeines pedantischen Schülers einer künstlich aufgewärmten Metaphysik enthüllt werde? Und das zu einer Zeit, in der alle lebendigen und ernsten Geister sich von dieser zweifelhaften Wissenschaft abgewendet haben, die als Resultat einer historisch gewiss erklärlichen Transaktion zwischen der Unvernunft des Glaubens und der gesunden wissenschaftlichen Vernunft ist? Es ist augenscheinlich, dass dieses schreckliche Mysterium unerklärlich ist. Das heißt, dass es absurd ist, weil das Absurde allein sich nicht erklären lässt. Es ist augenscheinlich, dass, wer dasselbe zu seinem Glück, zu seinem Leben braucht, auf seine Vernunft verzichten und, wenn er kann, zum naiven, blinden, dummen Glauben zurückkehren, mit Tertullian und allen aufrichtigen Gläubigen diese Worte wiederholen muss, welche die wahre Quintessenz der Theologie enthalten. Credo quia absurdum. Also ich glaube, weil es wieder den Verstand ist. Dann hört jede Diskussion auf und es bleibt nur die triumphierende Dummheit des Glaubens. Aber eine andere Frage stellt sich sofort. Wie kann in einem intelligenten und unterrichteten Menschen das Bedürfnis entstehen, an dieses Mysterium zu glauben? Nichts ist natürlicher, als dass der Glaube an Gott, den Schöpfer, Organisator, Richter, Herrn, Verflucher, Retter und Wohltäter der Welt, sich im Volk erhalten hat, und zwar vor allem bei der Landbevölkerung viel mehr als beim städtischen Proletariat. Das Volk ist leider noch sehr unwissend und wird in seiner Unwissenheit erhalten durch die systematischen Anstrengungen aller Regierungen, welche diese Unwissenheit sehr begründeterweise für eine der wichtigsten Bedingungen ihrer eigenen Macht halten. Von der täglichen Arbeit erdrückt, ohne Muße, geistigen Verkehr, Lektüre, kurz, aller Mittel und der meisten Antriebe beraubt, welche das menschliche Denken entwickeln, akzeptiert das Volk meist ohne Kritik und en bloc die religiösen Traditionen, die es von der frühesten Kindheit in allen Lebensverhältnissen umgeben und die von einer Menge offizieller Vergifter aller Art, Priestern und Laien, künstlich in ihm am Leben erhalten werden, wodurch sie sich in ihm in eine Art geistiger und moralischer Gewohnheit verwandeln, die nur zu oft viel mächtiger ist als sein natürlicher, gesunder Menschenverstand. Noch eine andere Ursache erklärt und legitimiert in gewissem Grade den absurden Glauben des Volks. Dies ist die elende Lage, zu der dasselbe durch die bestehende Gesellschaftsordnung in den zivilisiertesten Ländern Europas unabänderlich verurteilt ist. In intellektueller und moralischer wie in materieller Hinsicht auf ein Minimum menschlicher Existenz reduziert, in seiner Lebensweise eingesperrt wie ein Gefangener in den Kerker, ohne Ausblick, ohne Ausweg, ohne Zukunft sogar. Wenn man den Ökonomisten glauben will, müsste das Volk die merkwürdig enge Seele und den niedrigen Instinkt der Bourgeois haben, wenn es nicht das Bedürfnis empfinden würde, aus diesen Verhältnissen herauszukommen. Dazu gibt es aber nur drei Mittel. Zwei fantastische und ein wirkliches. Die beiden ersteren sind die Schenke und die Kirche. Körperliche oder geistige Ausschweifung. Das dritte ist die soziale Revolution. Ich schließe daraus, dass letztere allein, viel mehr wenigstens als alle theoretische Propaganda der Freidenker, imstande sein wird, den religiösen Glauben und die Ausschweifungsgewohnheiten im Volk bis zu ihren letzten Spuren zu zerstören. Einen Glauben und Gewohnheiten, die viel enger miteinander verknüpft sind, als man glaubt, durch Ersatz der gleichzeitig illusorischen und brutalen Genüsse dieser körperlichen und geistigen Zügellosigkeit, durch die ebenso feinen wie wirklichen Genüsse der in jedem und in allen sich vollständig entwickelnden Menschlichkeit, wird die soziale Revolution allein die Macht haben, gleichzeitig alle Schenken und alle Kirchen zu schließen. Bis dahin wird die Masse des Volkes glauben und wird dabei, wenn auch nicht die Vernunft, wenigstens das Recht, dies zu tun, auf seiner Seite haben. Es gibt eine Kategorie von Menschen, die, wenn sie auch nicht selbst glauben, sich wenigstens gläubig stellen müssen. Das sind alle Folterer, Unterdrücker und Ausbeuter der Menschheit. Geistliche, Monarchen, Staatsmänner, Krieger, öffentliche und private Finanziers,
Beamte aller Art, Polizisten, Gendarmen, Kerkermeister und Henker, Monopolisten, Kapitalisten, Steuereintreiber, Unternehmer und Hausbesitzer, Advokaten, Ökonomisten, Politiker aller Farben bis zum letzten Greisler. Alle wiederholen einstimmig diese Worte Voltaires: Wenn es keinen Gott gäbe, müsste man einen erfinden. Denn, ihr versteht, das Volk braucht eine Religion, diese ist das Sicherheitsventil. Es gibt schließlich eine ziemlich zahlreiche Kategorie ehrlicher, aber schwacher Seelen, die zu intelligent sind, die christlichen Dogmen ernst zu nehmen, sie im Einzelnen verwerfen, aber nicht die nötige Kraft und Entschlossenheit haben, sie als Ganzes zu verwerfen. Sie geben alle speziellen Absurditäten der Religion der Kritik preis. Sie weisen alle Wunder zurück, aber sie klammern sich verzweifelt an die Hauptabsurdität, die Quelle aller anderen. An das Wunder, das alle anderen Wunder erklärt und rechtfertigt, an die Existenz Gottes. Ihr Gott ist nicht das starke und mächtige Wesen, der brutal positive Gott der Theologie. Er ist ein nebelhaftes, durchsichtiges, illusorisches Wesen. So illusorisch, dass, wenn man ihn zu packen glaubt, er sich in das Nichts verwandelt. Er ist eine Spiegelung, ein Irrlicht, das weder wärmt noch erhellt. Und doch halten sie an ihm fest und glauben, dass mit seinem Verschwinden alles mit ihm verschwinden würde. Das sind ungewisse, krankhafte Seelen, die sich in der gegenwärtigen Zivilisation nicht zurechtfinden, die weder der Gegenwart noch der Zukunft angehören, blasse Phantome, die immer zwischen Himmel und Erde hängen und die sich in ganz gleicher Stellung zwischen der Bourgeois-Politik und dem Sozialismus des Proletariats befinden. Sie fühlen sich nicht stark genug, einen Gedanken bis zu Ende zu denken, zu wollen und sich zu entschließen, und sie verlieren Zeit und Mühe, immer das Unversöhnliche versöhnen zu wollen. Im öffentlichen Leben nennt man sie Bourgeois-Sozialisten. Eine Diskussion ist weder mit ihnen noch gegen sie möglich. Sie sind zu krank. Es gibt aber eine kleine Zahl illustrer Männer, von denen niemand ohne Respekt zu sprechen wagt und deren kräftige Gesundheit, Geistesstärke und guten Glauben niemand zu bezweifeln sich träumen lässt. Es genügt, Mazzini, Michelet, Quinet, John Stuart Mill zu nennen. Edle und starke Seelen, große Herzen, große Geister, große Schriftsteller und, was Mazzini betrifft, der heroische und revolutionäre Wiedererwecker einer großen Nation, sind sie alle Apostel des Idealismus und verächter leidenschaftlicher Gegner des Materialismus, folglich auch des Sozialismus, in der Philosophie wie in der Politik. Gegen sie muss also diese Frage diskutiert werden. Konstatieren wir zuerst, dass keiner der erwähnten illustren Männer und kein anderer halbwegs bedeutender idealistischer Denker unserer Zeit sich mit der logischen Seite dieser Frage im engeren Sinne beschäftigt hat. Keiner versuchte philosophisch die Möglichkeit des göttlichen Salto Mortale von der ewigen und reinen Region des Geistes in den Schlamm der materiellen Welt zu lösen. Fürchteten sie, an diesen unlösbaren Widerspruch heranzugehen, verzweifelten sie an seiner Lösung, nachdem dieselbe den größten Genies der Geschichte fehlgeschlagen? Oder betrachteten sie ihn schon als hinreichend gelöst? Das ist ihr Geheimnis. Tatsache ist, dass sie die theoretische Demonstration der Existenz eines Gottes beiseite ließen und nur ihre praktischen Motive und Konsequenzen entwickelten. Sie sprachen alle davon, wie von einer allgemein akzeptierten Tatsache, die als solche keinen Zweifel mehr ausgesetzt sein kann, und beschränken sich, anstelle jedes Beweises, das Alter und die Allgemeinheit des Glaubens an Gott zu konstatieren. Diese imponierende Einstimmigkeit gilt mehr als alle Nachweise der Wissenschaft in den Augen vieler illustrer Männer und Autoren, so, um nur die berühmtesten zu nennen, nach der beredt ausgedrückten Meinung Joseph de Maistre und der des großen italienischen Patrioten Giuseppe Mazzini. Wenn die Logik einer kleinen Zahl konsequenter und sogar sehr großer, aber isolierter Denker zu verschiedenen Resultaten fügt, sagen sie, dies sei umso schlimmer für diese Denker und ihre Logik, denn die allgemeine Zustimmung zu einer Idee, ihre universelle Akzeptierung von alters her, wurden immer als siegreichster Beweis ihrer Wahrheit betrachtet. Das Gefühl der ganzen Welt, eine überall und immer auftretende und sich behauptende Überzeugung, könnte nicht fehlgehen. Sie müssen ihre Wurzel in einer im Menschen, im Wesen des Menschen selbst liegenden Notwendigkeit haben.
Und da festgestellt wurde, dass alle Völker der Vergangenheit und Gegenwart an die Existenz Gottes glaubten und noch glauben, ist evident, dass die, die so unglücklich sind, daran zu zweifeln, trotz aller Logik, die sie zu diesem Zweifel brachte, abnormale Ausnahmen, Monstrositäten sind. Das Alter und die Allgemeinheit eines Glaubens soll also gegen alle Wissenschaft und Logik ein hinreichender und unwiderleglicher Beweis für seine Richtigkeit sein. Warum dies? Bis zum Jahrhundert von Kopernikus und Galilei glaubte alle Welt, die Sonne drehe sich um die Erde. Hat sich nicht alle Welt geirrt? Was ist älter und allgemeiner als die Sklaverei? Die Menschenfresserei, vielleicht. Seit Beginn der historischen Gesellschaft bis heute gab es immer und überall Ausbeutung der erzwungenen Arbeit der Massen, von Sklaven, Leibeigenen oder Lohnarbeitern durch eine herrschende Minorität, Unterdrückung der Völker durch Kirche und Staat. Muss man daraus schließen, dass diese Ausbeutung und Unterdrückung der Existenz der menschlichen Gesellschaft selbst absolut inhärente Notwendigkeiten sind? Diese Beispiele zeigen, dass das Argument der Verteidiger des Herrgotts nichts beweist. Nichts ist tatsächlich so allgemein und so alt als das Unrechte und Absurde. Wahrheit und Gerechtigkeit dagegen sind in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaften am wenigsten allgemein verbreitet und am jüngsten. Dies erklärt auch die konstante historische Erscheinung unerhörter Verfolgungen, deren Gegenstand ihre ersten Verkünder seitens der offiziellen, patentierten und interessierten Vertreter der allgemeinen und alten Glaubensdogmen stets waren und noch sind. Oft auch seitens derselben Volksmassen, die, nachdem sie die ersten Verkünder gehörig gemartert, stets deren Ideen schließlich annehmen und zum Sieg führen. Uns Materialisten und revolutionäre Sozialisten erstaunt und erschreckt diese historische Erscheinung in keiner Weise. Gestützt auf unser Gewissen, unsere Liebe der Wahrheit um jeden Preis, auf die Leidenschaft für Logik, die an sich allein eine große Macht bildet und außerhalb welcher es kein Denken gibt, gestützt auf unsere Leidenschaft für die Gerechtigkeit und unseren unerschütterlichen Glauben an den Triumph der Menschlichkeit über alle theoretischen und praktischen Bestialitäten, gestützt endlich auf das gegenseitige Vertrauen und die Hilfe, die die kleine Zahl unserer Gleichgesinnten einander geben, nehmen wir alle Folgen dieser historischen Erscheinung auf uns, da wir in derselben die Äußerung eines sozialen Gesetzes sehen, das ebenso natürlich, notwendig und unabänderlich ist wie alle anderen die weltlenkenden Gesetze.